Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu dieser Ausblickfolge hier auf dem Seekrauts-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen uns diesmal mit Forschungsbaumschiffen beschäftigen und deren Veränderungen, also Buffs and Nerfs. Immer ein sehr gern gesehenes Format von euch und deswegen wollen wir hier direkt loslegen. Wargaming hat wieder ein bisschen dran rumgeschraubt oder möchte dran rumschrauben. Es ist ja Work in Progress, also ganz, ganz wichtig. Das, was wir jetzt hier besprechen, kann auf den Live-Server kommen, muss aber nicht. Wenn es so durchgewunken wird und auch die Tests besteht, dann wird es voraussichtlich mit Update 095 auf die Live-Server kommen. Das ist jetzt nur so ein Erfahrungswert, weil wir in der Vergangenheit ja auch schon viele Schiffe hatten, die angepasst wurden und die dann immer mit dem darauffolgenden Update auch so eingespielt wurden, diese Änderung. Deswegen gebe ich euch das als Tipp. Das könnte sein, dass diese Änderungen mit Update 095 dann live gehen. Was wird jetzt genau verändert? Also eins zu meiner Vorgehensweise, ich möchte nicht jedes Schiff einzeln zeigen, wo nur ganz kleine Veränderungen vorgenommen werden, also wo so eine Line oder so verändert wird, aber da, wo größere Veränderungen sind oder grundlegendere Veränderungen, andere Nationen und so, da werde ich halt die Schiffe dann separat auch aufrufen. Hier steht jetzt die Hawkins im Hafen und die steht so ein bisschen stellvertretend für die Valkyrie, für die Weymouth, auch mit hier, weil nämlich da die Ladezeiten verändert werden. Also der T3-Zerstörer Valkyrie bekommt einen Nerf von 0,3 Sekunden auf die Ladezeit, also von 5,5 auf 5,8 Sekunden bei der Hauptbatterie. Und die Weymouth Stufe 2 Kreuzer der Briten von 8,9 auf 9,2 Sekunden. Außerdem, wie ich eben schon sagte, die Hawkins wird auch verändert. Da ist aber mal wieder ein Buff dabei, auch für die Hauptbatterie. Wir hatten ja schon mal beim letzten Mal bei Buff und Nerf die Hawkins mit dabei, wo die Veränderung von, ich glaube, 13,5 auf 13 Sekunden durchgeführt wurden bei der Hauptbatterie. Jetzt wird weiter gebufft von 13, nämlich auf 12,6 Sekunden. Damit wird die weiter konkurrenzfähig gemacht. Das Schiff ist wohl relativ anstrengend. Auf der Stufe 5 zu fahren oder passt einfach nicht vom Schadensoutput her und deswegen werden diese Schiffe eben angepasst, beziehungsweise die anderen Schiffe sind ja wahrscheinlich dann sogar einen Ticken zu stark, weil sie halt ja genervt werden. Wir bleiben auf der Stufe 5 und sind jetzt hier bei der New York gelandet, denn auch da gibt es Veränderungen, nur eine kleine, aber es ist eben eine andere Nation als die britische, deswegen habe ich es jetzt hier separat aufgerufen. 31 Sekunden ist hier die Nachladezeit der Hauptbatterie allgemein und da gibt es einen Buff um eine halbe Sekunde für alle Geschütze und zwar auf 30,5 Sekunden, also für alle Hauptbatteriegeschütze, ne? Nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird. Und das nächste Schiff, was wir hier vorstellen, ist die Ognevoy Stufe 8 der russischen Marinezerstörer, eher die Torpedobootlinie, also dieser Split, der da auf T8 erfolgt. Und da werden größere Änderungen herbeigeführt. Also nicht nur bei der Ognevoy, sondern auch im Nachgang bei der Udaloy und bei der Grosevoy. Und da wird so ein bisschen die Linie so ein bisschen aufgeräumt mit den ganzen Forschungsmodulen und so weiter. Also wollen wir mal vorne anfangen. Bei den Verbrauchsmaterialien gibt es bei der Ognevoy die erste Änderung. Die zieht sich nämlich auch durch alle weiteren Schiffe durch. Das defensive Flakfeuer wird jetzt hier noch im Slot 3 im Austausch für den Motorboost zu bekommen ist. Das wandert in einen separaten Slot, nämlich in Slot 5. Also seid ihr in Zukunft besser gegen Flugzeuge geschützt und könnt euch mit dem defensiven Flakfeuer ein Ticken besser wären. Ja? Wenn ich mir jetzt angucke, dass der kontinuierliche Schaden bei der Ognevoy 33 ist, dann würden auch die 50% mehr kontinuierlichen Schaden da kaum den großen Unterschied machen, aber es ist zumindest etwas. Ja? Also sie verändern da einfach, dass die Flugabwehr ein bisschen verstärkt wird. Außerdem werden die Torpedos verändert. Wir haben jetzt hier noch 55 Sekunden und 56 Knoten. In Zukunft sind es dann 57 Knoten. Und bei den Verbrauchsmaterialien gibt es im Ausgleich für diese beiden Veränderungen dann eine Reduzierung des Motorboosts von 3 auf 2 Aufladungen und beim Nebelwerfer genau das gleiche von 3 auf 2. Ja, das ist das, was sie bei der Ognevoy jetzt erstmal verändern wollen. Müssen wir mal gucken, ob das wirklich so kommt und ob es nicht später wieder angepasst wird. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das so angenehm ist dann oder jetzt besser zu fahren ist. Weil ob der defensive Flakfeuer jetzt da ist oder nicht, wenn ich mir den Schaden angucke, ist das wahrscheinlich eher zu vernachlässigen. Den eine Knoten mehr Torpedogeschwindigkeit, der wird sicherlich irgendwo helfen in gewissen Situationen, aber sonst halt auch nicht. Dafür verliert man Nebel und Motorboost, was auch eigentlich ein Verbrauchsmaterial ist, was man regelmäßig nutzt. Ja, Fragezeichen hinter diesen Änderungen. Aber es ist ja auch mal ganz schön, dass vielleicht russische Schiffe mal nicht gebufft werden sozusagen oder ultimativ stark sind.
wie jetzt vielleicht das ein oder andere Schiff. Zumindest wird es in unserer Community ja so betrachtet. Kommen wir zum nächsten Schiff und das ist dann schon direkt die Udaloy. Und auch da haben wir ja unterschiedliche Veränderungen. Da werden nämlich die Torpedomodule komplett überarbeitet. Also das Erforschbare sowie das Standard-Torpedomodul. Dieses hier, was ich jetzt hier oben habe, der 53-49, wird komplett gelöscht, wenn man dazu sagen möchte. Es geht einfach komplett raus aus dem Forschungsbaum. Und dafür wandert der 53-49M quasi als Standardmodul in den Slot. Ja, das heißt, ihr werdet in Zukunft 8 Kilometer Torpedoreichweite standardmäßig haben und eben 66 Knoten Torpedogeschwindigkeit. Für dieses erforschbare Modul rückt natürlich ein neues nach. Und zwar ist es da 53-49 Mod 4. Und da werden die folgenden Parameter dann eingesetzt werden. Die Torpedoreichweite erhöht sich von 8 auf 10 Kilometer. Die Geschwindigkeit wird auf 60 Knoten reduziert. Der Alpha-Damage erhöht sich um 500 Punkte auf 15.100. Die Nachladezeit 134 Sekunden statt 129 vorher. Und das sind so die Kernwerte. Ne? Also allgemein, die Torpedos werden langsamer, machen mehr Schaden, aber haben dafür eine größere Reichweite. Und dann gibt es auch hier die Änderung bei den Verbrauchsmaterialien. Hier Nebelwerfer und Motorboost werden um 1 reduziert. Dafür geht der defensive Flakfeuer in einen separaten Slot über. Ja? Das sind die Änderungen auf T9. Und dann gibt es auch noch eine Änderung bei der Grosevoy. Auch hier werden die Verbrauchsmaterialien angepasst bei der Grosevoy. Und zwar werden defensive Flakfeuer und Motorboost hier quasi in die gleiche Ordnung gebracht wie bei der Udaloy und eben bei der Ognevoy. Nämlich der Motorboost landet auf dem Slot hinter dem Nebelwerfer und der defensive Flakfeuer geht quasi in den letzten Slot hinter der Reparaturmannschaft. Das ist jetzt hier noch vertauscht. Bei den Aufladungen müssen wir hier nichts mehr verändern, weil wir hier nämlich schon nur 2 haben. Und somit ist es auch logisch, warum bei den anderen Schiffen die Anzahl der Verbrauchsmaterialien nach unten korrigiert wurde, weil es halt beim T10-Schiff auch schon so ist sozusagen. Das will man so ein bisschen nachvollziehbar machen, habe ich eher das Gefühl, hier bei diesem Modell. Gut, dann haben wir das. Eine Sache möchte ich euch aber nicht vorenthalten, der Torpedoschaden, der wird eben auch noch verändert und zwar von 14.600 hier hoch auf 15.100. Das ist so, wie eben auch bei der Udaloy der Fall ist. Dann schauen wir uns noch Pyotr Bagration an, T-Stufe 8 und hier gibt es eine Veränderung beim Hydro, da wird ein kleiner Buff durchgeführt, das hatte ich euch auch schon in die Kommentare geschrieben, als wir die Schiffseinweisung zu diesem Schiff gemacht haben. Und hier geht es dann um die Hydro-Reichweite. Ne? Ortung von Torpedos, 3,5 Kilometer werden es in Zukunft sein statt 3. Und Ortung von Schiffen werden es 5 Kilometer sein statt 4. Das ist das, was sie ja nicht mehr eingebaut haben, als das Schiff quasi noch auf den Live-Server ging. Und das wird eben jetzt im Update 095 nachgereicht. Weiter geht's mit dem japanischen Flugzeugträger Stufe 10 Hakuryu. Der wird ja sehr beliebt jetzt gerade in Clan Wars gefahren. Der ein oder andere mag das Ding, der nächste mag es nicht. Wahrscheinlich eher die davon beschossen werden. Und hier wird die AP-Bombe verändert. Wir haben jetzt hier eine recht starke AP-Bombe mit einem Alpha-Damage von 8500. Hier wird der Schaden nach unten korrigiert auf 8200. Ist immer noch eine starke Bombe, ohne Frage. Denn die Winkel oder so eine Sachen, Normalisierung und so verändern sich nicht. Nur der Schaden wird eben weiter minimiert. Und dann sagen wir Aloha T22. Wir hatten ja in der letzten Buffoneur-Folge für Forschungsbaumschiffe hier die Geschichte, dass bei der T22 die Hydroakustik nachgerüstet wurde. Ja, die war ja vorher nicht verfügbar. Und jetzt gibt es hier einen Buff. Und zwar wird die Aktionszeit von 60 auf 70 Sekunden verlängert. Das heißt, eure Hydroakustik könnt ihr in Zukunft länger benutzen. Wartet nochmal ein bisschen attraktiver, macht das Schiff, wie ich persönlich finde. Also die T22, ich finde es nach wie vor schade, dass ich damals mit der T22 gefahren bin, als das Schiff ja noch nicht so gut war. Ohne Hydro und so eine ganzen Geschichten. Jetzt wurde es ja inzwischen auch ein paar Mal angepasst. Ich bin der Meinung, auch bei den Hauptgeschützen wurde sie mal verändert und. Also inzwischen ist halt ein richtig schöner Zerstörer auf T5. Ich glaube, der macht weiterhin Spaß. Ich werde ihn noch ein oder andere Mal fahren. Ich habe ja auch ein bisschen was an EP auf dem Dampfer. Und ich freue mich ein bisschen, dass es hier nochmal eine Verbesserung für einen deutschen Zerstörer gibt.
Und dann schauen wir uns die Henry an. Ja, Henry der Vierte, Stufe 10, Kreuzer der Franzosen. Da hatten wir jetzt ja neulich erst darüber berichtet, dass das legendäre Modul sich verändert und so weiter. Viele von euch hatten darunter kommentiert, der Henry ist tot. Sinngemäß sozusagen. Aber es gibt weitere Veränderungen. Und zwar wird jetzt die Zeit zum Erreichen der maximalen Leistung des Schiffsmotors wieder verkürzt. Ja, das heißt, ihr beschleunigt wieder schneller. Der Übergang quasi, wenn man jetzt Gas gibt, der wird jetzt einfach ein bisschen beschleunigt und damit könnte ein Teil der Eigenschaft der Henry wieder zurückkommen. Ja, wir hatten ja mal vor einem halben Jahr ungefähr die Zeit, wo dieser Übergang, also diese Zeit des Beschleunigens verlangsamt wurde. Ja, jetzt wird er wieder schneller gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, man kann einfach mal gucken, wie stark dann die Veränderung ist. Weil hier steht leicht verkürzt. Ne? Die Zeit zum Erreichen der maximalen Leistung des Schiffsmotors wurde leicht verkürzt. Müssen wir dann einfach sehen. Da steht kein Wert, keine Zahl. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu ermessen. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Änderungen in dieser Ausblickfolge. Und zwar ist mal wieder unser gutes altes Schlachtschiff, die Kreml, dabei, die hier verändert wird. Hat ja im letzten Buff und Nerf richtig gefehlt, würde man fast meinen. Ironie off. Der kontinuierliche Schaden bei der Flugabwehr, der verringerte sich. Nämlich jetzt von 413 Stockwert, bei mir ist es gebufft, deswegen steht bei mir ein anderer Wert, auf 395. Also haben wir da, eine leichte Reduzierung des kontinuierlichen Schadens, der immer noch relativ hoch ist, wie ich persönlich finde. Und die Gesamtanzahl der Granatenexplosionen einer Salve wird von 9 auf 8 reduziert. Ja, also das war's. der ein oder andere von euch hat sich sicherlich noch größere oder gravierendere Veränderungen bei der Kreml gewünscht. Ja, aber auch da wird weiter nach unten angepasst. Das ist jetzt die zweite oder dritte Flak-Änderung bei der Kremlin sogar. Also, ja, mal schauen. Vielleicht geht es dann nochmal weiter mit ihren Veränderungen. In Sachen Flugabwehr ist und bleibt sie trotzdem relativ stark, muss man ganz klar sagen, im Vergleich zu anderen Nationen auf der Stufe 10. Ja. Das ist aber noch nicht die letzte Veränderung gewesen. Und zwar kommen auch hier wieder täglich größer Murmeltier die Veränderung bei den Flugzeugen zum Tragen. Die Sichtweite aller Flugzeuge wurde von 16 auf 15 Kilometer reduziert. Wer sich das jetzt fragt, was das ist, das am Ende ist das die Reichweite, wie weit Flugzeuge andere Schiffe aufklären können. Ja, also wenn euer Schiff aber nur 6 Kilometer aufgeht, ne, dann werdet ihr deswegen trotzdem nicht entdeckt, sondern nur dann, wenn ihr schießt und die Flugzeuge dann quasi die Reichweite mit ihrer Sichtweite überlappen. Ja, die Reichweite eurer Geschütze, ja, weil ihr geht ja so weit auf, wie weit ihr schießt und dann die Sichtweite der Flugzeuge quasi mit diesem Bereich überlappen, dann geht ihr eben auf, werdet ihr durch die Flugzeuge entdeckt werden. Gut, bei den Flugzeugen ist das inzwischen, ich glaube, auch das fünfte Mal, dass sie reduzieren. Ja, ich glaube, da waren wir mal bei 20 Kilometer oder so. Jetzt landen wir dann bei 15 mit dem nächsten Update. Wird also immer weiter nach unten angepasst. Mal gucken, wie lange sie das noch betreiben, wie weit dann Flugzeuge gucken können. Demnächst können sie gerade mal auch aus der Scheibe gucken und sehen dann noch die, wohin sie fliegen, ganz grob, aber nur noch an hell und dunkel, weil unten das Dunkle ist das Wasser und das Helle ist der Himmel. Dann wissen sie ungefähr, wohin sie fliegen, so ungefähr. Naja, ihr merkt, ich scherze hier ein bisschen rum. Whatever, das war eigentlich der Gesamtüberblick zu den Änderungen bei World of Warships. Ich hoffe, ihr konntet sie euch einigermaßen anschaulich erklären. Wenn es so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr ihn noch nicht abonniert haben solltet. Empfehlt uns gerne weiter. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf siegrauts.de. Ja, bis dann, haut rein. Ciao, ciao.